bin ja natürlich viel mit euch unterwegs und mir fällt ja immer manchmal auch so das eine oder andere auf, was jeder als Fehler mit sich bringt. Um genau zu sein, ein Fehler, den fast jeder Hobbyfahrer von euch macht. Und um das auszuschließen, denn wenn ihr mal mit mir fahren möchtet, dann möchte ich voraussetzen, dass zumindest dieses eine Problem schon mal beseitigt ist. Dann müssen wir nicht uns den ganzen Tag damit beschäftigen, denn theoretisch kannst du das auch alleine. Du hast es bestimmt schon oft gesehen, auf der Rennstrecke, wenn jemand die Start-Zielgerade oder eine Gerade zwischen zwei Kurven hin und her fährt, dann ist er unter der Kanzel versteckt, beschleunigt die Start-Zielgerade entlang, dann geht er nach oben, bremst und dann fängt er an, sich nach außen zu setzen oder nach rechts, in dem Fall für die Rechtskurve. Und das sehe ich immer wieder und das ist so grundlegend verkehrt, weil wenn du beim Bremsen nach oben gehst und rüber gehst, dann hast du so viel Gewicht auf den Lenkerstummel, wobei wir wieder bei unserem Thema Lenkimpuls, womit ich ja schon ein Video gemacht habe, sind und wir sollen ja keine unbewussten Lenkimpulse geben, sondern wenn dann nur bewusste Lenkimpulse. Und genau hier trifft das ein. Also, Quick-Tipp. Setze dich immer, immer und immer. Es gibt überhaupt keinen Grund, auf dem Motorrad mittig zu sitzen, sondern es ist lediglich, außer du hast eine 3 Kilometer Gerade, so wie im Boldor oder so, da kannst du mal mittig sitzen. Aber an und für sich hast du auf dem Motorrad, auf der Rennstrecke nie mittig zu sitzen. Du sollst entweder links oder rechts sitzen. Das sollst du üben. Das ist das Allerschlimmste, wenn man das so oft sieht, dass ihr beim Bremsen hoch und rüber geht, bringt ihr so viel Unruhe rein. Versucht einfach immer schon im Vorhinein auf der Geraden euch umzusetzen. Da habt ihr die Zeit, nutzt die Zeit, da könnt ihr euch Gedanken drüber machen, wie weit ihr euch rübersetzt und vor allem, jetzt kommt, ihr braucht euch nicht so weit nach außen setzen, sondern es reicht eigentlich so eine halbe Arschbacke. Die ist vollkommen ausreichend und damit könnt ihr euch im Endeffekt schon viel besser auf die Kurve vorbereiten. Also wenn du das nächste Mal auf die Rennstrecke gehst, dann versuche es zu üben. Setze dich nie in die Mitte, sondern sitze entweder rechts am Motorrad oder links am Motorrad, denn das ist die Hausaufgabe für jede Kurve, in die du hineinfahren möchtest. Kurze Werbung zwischendrin in eigener Sache. Viele haben mich gefragt, ob es unsere Tracksheets für sämtliche Rennstrecken auch zum Ausdruck oder als PDF gibt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe jetzt mal für Brünn so ein Tracksheet gemacht, was ja eigentlich jeder Kunde, jeder Schüler von mir bekommt und auch mit nach Hause nehmen darf. Und mich haben so viele gefragt, ob es das irgendwo zum Downloaden gibt oder ob das jeder downloaden kann. Und dadurch, dass so eine hohe Nachfrage ist, habe ich mir gedacht, okay, mach doch mal für alle Rennstrecken, die du so kennst, so ein Tracksheet und stell das den Leuten zur Verfügung. Aber am besten im Paket. Brünn, Slowakia, Mugello, Misano, unsere gängigsten Rennstrecken halt. Und das wäre vielleicht eine Option, wenn du das gebrauchst, dass du das bei mir im Download bekommst. Und hier ist nicht nur die Linie der Rennstrecke drin, sondern du hast halt hier auch noch die Möglichkeit, oder ich habe die Möglichkeit, die Gänge, die Bremspunkte, besondere Gegebenheiten der Strecke, wo ich weiß, hier ist eine Welle, hier ist ein Bremspunkt da an dem Strich, hier ist eine Linie, an die man sich orientieren kann und so weiter. Ich kann dir hier quasi noch viel, viel mehr Informationen reingeben. Wenn dich das interessiert und wenn das was für dich ist, wenn du das haben möchtest, schreib es unten in die Kommentare, ob das denn was für dich ist. Was das Ganze kostet, kann ich noch nicht genau sagen. Das muss ich mal ausrechnen, wie viel Zeit ich aufwenden muss oder sollte dafür. Aber ich denke, das wird für so einen Unkostenbeitrag in einem ganzen Paket für mehrere Rennstrecken für 9 oder 10 Euro dann erhältlich sein. Also weiter mit dem Quick-Tipp. Viele haben mich auch darauf angesprochen, dass sie, wenn sie schon auf einer Seite des Motorrads sitzen, nicht mehr schalten oder nicht mehr bremsen. Voraussetzlich, ja, die Hinterradbremse würde ich sowieso nicht empfehlen, aber sie können nicht mehr schalten, wenn sie schon vor der Kurve auf einer Seite sitzen. Im Endeffekt, wenn du gerade sitzt, hast du natürlich, wie jeder so weiß, die beste Möglichkeit, einfach die Gänge durchzuschalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel rechts sitze, habe ich noch genauso die Möglichkeit, die Gänge durchzuschalten. Wenn ich links sitze, habe ich genau noch so die Möglichkeit, die Gänge durchzuschalten.
Wenn du natürlich einen Fehler in deiner Körperhaltung schon drinnen hast, und das ist der, den ich schon oft besprochen habe, wenn du quasi nicht hoch, rüber, runter, also hoch, rüber, runter gehst, Knie auf, sondern wenn du nach vorne gehst und so nach vorne rutscht und dann diese Fragezeichenhaltung kriegst, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, die nicht die richtige ist, und du rutscht am Motorrad so runter, wenn du in die Kurve fährst, dann ist es natürlich furchtbar schwierig und eigentlich total unmöglich, hier unten am Schalthebel zu schalten. Also das geht wirklich nicht. Also da kannst du quasi dich vor der Kurve nicht umsetzen, weil du nicht mehr schalten kannst. Absolut klar. Aber genau deswegen ist es nochmal ein Beispiel dafür, warum du dich in die richtige Körperposition setzen sollst und den Arsch hoch, rüber, runter, Knie auf. Weil dann bist du in der Lage, oder du kannst das Knie auch noch am Tank lassen beim Anbremsen. Dann kannst du schalten und mit dem Gänge wählen, wie du willst. Egal, ob jetzt rechts sitzend oder links sitzend. Wichtig ist natürlich immer die Faustregel. Ne? Wenn du hier die Faust reinkriegst, dann bist du auch nicht so verleitet dazu, diesen Fragezeichen-Stil einzuleiten und mit dem Knie so nach vorne und unten zu rutschen. Weil hier wäre es wirklich total unmöglich zu schalten und dann kannst du dich vor der Kurve nicht umsetzen. Also, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, der kurze Tipp hat dich eventuell angeregt, das nächste Mal zu probieren. Auch so eine kleine Motivation nebenbei. Mach das jeden Turn. Mach das bewusst. Immer aus die Rasten kommen, hoch, rüber, runter. Für die nächste Kurve vorbereiten, hoch, rüber, runter, hoch, rüber, runter. Du solltest eigentlich nie mittig sitzen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.